Unser Thema heißt ja Meditation in wilden Zeiten. Und gerade in wilden Zeiten ist Gefühlshygiene für Meditierende ganz besonders toll und auch wichtig. Was ist Gefühlshygiene? Gefühlshygiene heißt im Grunde sauber machen, reinmachen, klären. Und du kennst die Situation bestimmt, dass du eine wunderbare Meditation hattest, still in dir ruhst und dann wirft der Nachbarsjunge die Haustür zu mit einem Rums. Und du bist stinkesauer und sagst, wie kann der nur immer wieder so die Haustür zuschmeißen? Und das sind unreine Gefühle, die uns aus den reinen Gefühlen herausziehen. Und die Arbeit der Hygiene, der Gefühlshygiene ist, in den sogenannten reinen Gefühlen zu bleiben und sich nicht durch äußere Einflüsse rausziehen zu lassen. Das ist kein moralischer Aspekt. Es geht hier nicht um Moral. Es ist nicht so, dass unrein schlechter ist als rein. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, den Mechanismus nicht dauernd zu unterstützen, sich von dem, was uns gut tut, wo wir in uns ruhen, wo wir in uns, in unserer Schönheit sind, in unserer Freude, in unserer Heiterkeit, in unserem Mitgefühl, dass wir uns aus diesem Zustand nicht ständig rausziehen lassen. Diese Zustände von reinen Gefühlen, das kann alles Mögliche sein. Du wirst deine eigenen finden. Ich habe hier mal 4 zusammengestellt. Und zwar geht es darum, dass diese ursprünglichen Gefühle, diese reinen Gefühle, die kommen aus uns selber heraus. Und so ist vielleicht auch für dich Freundlichkeit deine Natur, irgendwas, wo du dich zu Hause fühlst und wo du sein kannst. Und es ist ganz egal, ob im Außen jetzt irgendwas Komisches passiert oder nicht. Das ist quasi wie ein Rückzugsort, die Freundlichkeit. Genauso kann es vielleicht Mitgefühl sein, Mitgefühl oder Liebe, einfach in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit, in seinem Herzensgefühl mit anderen Menschen zu ruhen. Auch das kann eine Art Zuflucht sein. Oder Heiterkeit, in der Früh aufzuwachen und heiter zu sein und man hat überhaupt keinen Grund. Oder eben Dankbarkeit. Die Meditation wird aus 4 Stufen auch sein. Die erste Stufe ist wieder, wir kommen bei uns an, sind zu Hause, sind hier präsent, sind in unserem Bauch und nehmen uns einfach wahr, so wie wir gerade sind, entspannen. Die zweite Phase ist, da gehen wir durch die sogenannten unreinen Gefühle. Also du erinnerst dich an bestimmte Situationen, die von anderen beeinflusst waren. Das kann sein, dass du dich erinnerst, dass du irgendwo mal feindselig jemandem gegenüber warst, weil er irgendwas gemacht hat. Oder dass du in Sorge von was warst. Das spielt keine Rolle. Ich werde dir eine Frage dazu stellen, um das zu erleichtern. Und du bleibst einfach in dem Gefühl von einem unreinen Gefühl, also von zum Beispiel Sorge oder auch Undankbarkeit, was auch immer für dich das passend ist. Und dann in der dritten Phase werden wir uns erinnern an die wahren, an die reinen Gefühle, an diese 4, die ich vorhin vorgestellt habe. Und auch da werde ich dich hineinleiten. Ich möchte noch sagen, dass diese reinen Gefühle, die sind nicht gerichtet. Wenn du also zum Beispiel auf jemanden ärgerlich bist, wenn du wütend bist, also ein unreines Gefühl hast, weil das von außen kommt, weil der die Tür zugeknallt hat. Wenn du auf jemanden wütend bist, dann ist sozusagen die Hygiene, das Reinmachen, nicht, dass du zu ihm freundliche Gedanken schickst, weil damit bist du wieder gerichtet, sondern die Reinheit entsteht dadurch, dass du überhaupt nichts machst, sondern in deine Freundlichkeit gehst mit dir und dann schaust, was passiert. Vielleicht sprichst du ihn an oder vielleicht reagierst du gar nicht, aber du bleibst in deiner ungerichteten, reinen Gefühlsenergie. Wie in einem Teich, wo man einen Stein reinfallen lässt. Das ist nicht gerichtet, diese
reinen Gefühle sind ungerichtet. Und dann in der vierten Phase sind wir einfach still und genießen, was immer da ist. Also erste Phase entspannen, zweite Phase, da gehen wir in diese unreinen Gefühle. In der dritten machen wir Gefühlshygiene, wir erinnern uns an die reinen Gefühle und in der vierten Phase stillsitzen. Du kannst diese Meditation immer machen, wenn du irgendwie in Sorge oder wenn du eben von irgendwas getriggert worden bist, dann erinnere dich an deine reinen Gefühle. Sitze aufrecht, aber entspannt, bequem und lasse langsam deine Augen zufallen. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch. Und beim Ausatmen lass den Bauch los. Komme hier an, bei dir. Du hast jetzt alle Zeit der Welt, nur mit dir zu sein. Alles, was vorher war, spielt jetzt keine Rolle. Und auch was nachher kommen wird, hat in diesem Moment keine Bedeutung. Du hast jetzt alle Zeit der Welt, in deinen reinen Gefühlen zu sein, mit dir zu sein. So wie du jetzt gerade bist. Entspanne. Lass die Hände los, die Schultern. Den Kiefer, die Augen und die Gesichtsmuskeln. Es gibt nichts festzuhalten. Du bist hier. Und alles ist gut. Genieße die Stille, die innere Harmonie, die sich mehr und mehr ausbreitet. Jetzt erinnere dich an eine Situation, wo du jemandem feindselig gegenüber warst. Es muss nicht offen gewesen sein, vielleicht auch nur innerlich. Und während du dich erinnerst, nimm das Gefühl innen wahr, das unreine Gefühl von Feindseligkeit. Von Hass, von Ärger. Nimm wahr, wie es deinen Körper verändert. Erinnere dich an die Situation. Was hat diesen Ärger ausgelöst? Doch du brauchst nicht tief gehen. Es genügt, nur einfach den Ärger zu fühlen.
Jetzt erinnere dich an eine Situation, wo du jemandem gegenüber unfreundlich warst, grausam, kalt. Nimm es einfach wertungsfrei wahr. Vielleicht verändert sich auch deine Innerlichkeit, wenn du kalt bist. Nimm das auch wahr. Jetzt lass diese Situation gehen. Und erinnere dich an eine Situation, wo du dir große Sorgen gemacht hast, weil irgendetwas passiert ist im Außen. Nimm dich wahr, wie du in Sorge auf etwas reagierst. Und nimm wahr, wie sich dein Körper innen verändert, wenn du in Sorge bist. Und jetzt lass auch diese Situation gehen und erinnere dich an eine Situation, wo du undankbar warst, wo du enttäuscht warst. Und nimm auch hier wieder wahr, wie es sich innen im Körper anfühlt, bewertungsfrei, wie ein Wissenschaftler. Nimm wahr, wie es ist, wenn du dich undankbar oder enttäuscht fühlst. Und jetzt lass auch diese Situation gehen. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch. Lass alles gehen und komme wieder zurück, innen in deinen Bauch, in dein Zuhause. Entspanne. Es gibt nichts zu tun. Alles, was vorher war, spielt keine Rolle. Komme zurück zu dir, nach innen und erinnere dich an Freundlichkeit. Vielleicht hast du eine Assoziation dazu, eine Wiese im Sommer, wo die Sonne scheint und die Schmetterlinge fliegen. Tauche ganz ein in das Gefühl von Freundlichkeit. Entspanne. Die Freundlichkeit ist ungerichtet. Sie ist einfach nur da. Jetzt gehe in deinen Herzbereich mit deiner Aufmerksamkeit und lass die Liebe zu.
Wenn du einatmest, atme Liebe ein. Und wenn du ausatmest, atme Liebe wieder hinaus. So wirst du zu reiner Liebe. Wie eine Lampe strahlst du in die tiefe Nacht. Deine Liebe dehnt sich aus und wird größer und größer und durchdringt alle Unreinheit, alle unreinen Gefühle in dir. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr entspannst und loslässt und die Liebe leichter werden lässt, dann mag sich vielleicht Freude einstellen. Lass sie zu, die Heiterkeit des Lebens, die Lebensfreude. Du musst nichts tun, entspanne einfach nur und werde leichter und leichter. Lass die Freude sich ausdehnen in deinem Körper, jede Zelle durchdringen. Und vielleicht schleicht sich auch ein Gefühl von Dankbarkeit ein. Du bist am Leben. Du kannst jetzt atmen, sein, dich wahrnehmen, dich genießen, deine Einzigartigkeit feiern, wenn das kein Grund für Dankbarkeit ist. Und jetzt lass alles gehen. Sitze in deinem Teich reiner Gefühle. Werde stiller und stiller und genieße dich.
Im Alltag, wann immer du bemerkst, dass in dir ein Gefühl hervorgerufen wird durch eine Situation oder durch einen anderen Menschen, erinnere dich daran, Gefühlshygiene zu betreiben. Setze dich hin, werde still und lass dich nieder in einem Raum eines reinen Gefühls. Erinnere dich. Und jetzt, langsam, langsam, wenn du jetzt dann zurückkommst, nimm dieses reine Gefühl, in dem du dich jetzt befindest, nimm es mit, während du deine Beine bewegst, deine Arme, deinen Oberkörper und deinen Kopf und dann schließlich deine Augen öffnest.